Das schneller als der Schatten leikende Böse heißt euch willkommen zurück zu Dungeons 4, der Bonus-Kampagne oder DLC-Kampagne The Good, The Bad and The Evil. Schnodderling Unchained! Schnodderling Unchained! Talia und das wüste Böse verfolgten die Zwergenkönigin Brünnhild weiter hinein in die Prärie, um dort den Rat der Schnodderlinge zu befreien. Jawohl, also ganz normal schaffen. Was haben wir hier? 3 Brünni-Quests. Das hatten wir schon beim letzten Mal prinzipiell. Erfüllen gerne wieder. Die hat uns gute Sachen dafür immer gegeben. Alle Skorpionnester auf der Oberwelt vernichten. Das hatten wir auch beim letzten Mal eigentlich schon gemacht. Das macht man nebenbei so normalerweise. Und töte mit der Dynamitschleuder mindestens 55 Helden. Was ist die Dynamitschleuder? Ist es das, was wir von der als letztes bekommen haben, wo Dynamit runterfällt und dann alles vernichtet wird? Dann gerne. So, wir haben wieder, dass unsere Schnodderlinge ziemlich OP sind. Wir haben, dass es am Zahltag Gurus gibt statt Gold. Wir müssen also Gurus herstellen. Und wir haben, dass alles günstiger ist. Die anderen Sachen, ja, ich finde, die sind 3 schöne Sachen. Dann legen wir doch mal los. Der Zwerg müffelt, würde ich mal behaupten. Talia und die Armee des Wüstenbösen hatten die Zwergenkönigin Brünnhild in ferne, äußerst ungewohnte Lande verfolgt. Der Landstrich kam ihnen völlig unbekannt vor, als wenn ihn jemand einfach schnell an die Landkarte drangepappt hätte. Ein weiteres Stück Prärie, durchzogen von Schienen und heimgesucht von Riesenskorpionen. Doch Talia und das DLC-kaufende Böse durften das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die heldenhafte Zwergenkönigin Brünnhild hatte den Rat der Schnodderlinge in diese Lande entführt. Eine Untat, die man ihr nicht durchgehen lassen konnte. Doch Brünnhild hatte hier noch einige bisher unbekannte Verbündete. Diese würden es Talia und dem absoluten Bösen nicht leicht machen. Talia griff ihren magischen Zauberstab fester und auch das absolute Böse hielt sein Eingabegerät mit festem Griff. Es war klar, die Zwergenkönigin würde in diesem Land ihren letzten Hai Nun haben. Der letzte Hai Nun. Der wilde Westen. Endlose Prärie und abgelegene Landstriche. Lustig herumrollendes Gebüsch, bezaubernde Canyons und Schnodderlinge in Käfigen. Ein wahres Paradies für alle, die... Meine Güte, wie langweilig. Halt! Moment mal. Was hast du gerade gesagt? Was ist das da vorne? Schnodderlinge in Käfigen? Wer macht denn sowas? Das ist doch bestimmt der Rat. Sowas darf doch nur ich. Ich sehe schon, dass du mal wieder die Aufmerksamkeit einer Fliege an den Tag legst. Gut, ich lese dir den Absatz noch einmal genauer vor. Talia hatte die Zwergenkönigin in den Westen verfolgt, um den Rat der Schnodderlinge zu befreien. In einem entlegenen Tal fand sie die Ratsmitglieder eingepfercht in Käfige. Ein unwürdiger Umstand, der geändert werden musste. Oh, okay, klar, das bekomme ich hin. Los, Kreaturen, Zeit für einen Gefängnisausbruch. Stemmeisen bereit machen und damit so lange auf die Gitterstäbe einschlagen, bis sie kaputt sind. Das ist doch ein Plan. Das ist selbst für deine Verhältnisse. Aber sag mal, findest du nicht, dass das hier etwas zu leicht ist? Das riecht doch geradezu nach einem Hinterhalt. Hinterhalt? Im Wilden Westen? Das ist doch absurd! Los, Kreaturen, vorwärts, fröhlich pfeifend und nicht auf die Umgebung achtend. Mit diesen Schiefpfeifen bitte, nicht fröhlich pfeifen. Die Armee des mögliche Hinterhalte ignorierenden Bösen los, um den Rat der Schnodderlinge zu befreien. Okay. So,
Wir brauchen... Wir brauchen Platz. Platz für mehr Bösartigkeit. Platz für mehr Gold. Wir brauchen hier einen Schlafplatz. Für... Ich setze mal diese Runde auf Untote, würde ich sagen. So, haben wir schon mal freigeschaltet. Gurus brauchen wir. Okay, und kein Geld mehr. Genau, ich würde einfach mal diese Runde... die letzte Runde haben wir ja auf Dämonen gesetzt. Jetzt setzen wir mal auf Untote in dieser Mission. So, was haben wir hier? Da sind lauter kleine Fähnchen. Da ist sogar ein kleines Fähnchen. Oh, da habe ich gerade was Rotes gesehen. Da sind... Da flackern auch Gegner durch die Map. Aber es ist ja logisch, dass da auch Gegner sind. Würde ich mal behaupten, dass es logisch ist. Ich empfinde es als logisch. So, Bösartigkeit kann gelagert werden, Gold kann mehr gelagert werden. Hier kommen Gurus. Einziges Problem ist, wenn in der Zwischenzeit... Böses hier entsteht, zum Beispiel Mana-Linge. Besteht ja immer eine Wahrscheinlichkeit dafür. Dann müssen wir schnell handeln. Und Kreaturen spawnen. Aber noch sieht's gut aus. Wird ein riesiger Raum für Gurus. Damit sollten meine Guru-Probleme für die erste Zeit... Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Oi, jetzt geht's los mit meiner Show. Hm? Ich hab hier einen Deal ausgehandelt. Mit Nixflix, oder wie das heißt. Nixflix. Die bieten mir jede Menge Gold dafür, hier ein bisschen Action zu machen und Züge durch die Gegend fahren zu lassen. Ich hab nur noch ein paar Bösewichte gebraucht. Da kommst du ins Spiel. Also, um mich hier kurz einzuklinken, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Und ich bin hier schon seit mehreren Serienteilen dabei. Oi, mir kann es egal sein. Die von Nixflix haben viel Kohle und wenig Ahnung. Nixflix. Da bin ich doch gern dabei und wirtschafte mir was in die eigenen Taschen. Gerade wenn ich nebenbei noch so einem Spitzohr in den Hintern treten kann. Gut, die einfachen Erweiterungen. Oh, Moment, das war eine... Oh, shit. Ich brauche auf jeden Fall noch böse... Oh, ekelhaft. Da wollen wir nicht weiter vorrücken. Beziehungsweise uns ein bisschen zurückhalten, wohlgemerkt. Nicht zu viel Aufmerksamkeit, da sind ein paar ekelhafte Viecher. So, in der Zwischenzeit müssen Gurus hier spawnen. Zahltag. Jetzt schon. Problematisch. Wir brauchen Gold. Da wäre noch mehr Gold zu holen. Und da ist dann schon ein besseres Gestein. Aber zum Glück sind es simple Viecher. Ich brauche jetzt Gold, um ein paar Truppen mehr zu bekommen. In der Zwischenzeit werden jetzt Gurus produziert. Sollte also schnell sich erholen mit dem Geld, mit dem Zahltaggeld. Riesige Farm. Für drei Ladies sollte es reichen. Gut, ich brauche Bösartigkeit, dazu brauche ich aber Truppen. Ein paar mehr Truppen werden notwendig. Ich habe erst nicht so viele. Ich mache einfach mal so und ein bisschen... Ah ja, das ist interessant, aber wollen wir gerade nicht. Das ist interessant, sehr schön. Heißt, hier habe ich noch mehr Geld. Das ist interessant. Aber ich befürchte, wir haben in der letzten Zeit immer... Halt, nee. Markiert lassen sollte ich es schon.
Einfach damit ich sehe, dass da sowas ist. Manalinge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Ei, meine Goldgräber sind eine echte Bereicherung. Und damit meine ich, die bereichern sich am Dungeon. Vorwärts, Jungens! Alles klauen, was nicht nied- und nagelfest ist! Sollen sie machen. Warum regeneriert sich die eine Geisterlady nicht, frage ich mich. Aber gut, Goldgräbe. Wir haben hier tatsächlich schon ein paar Fallen. Verdrescher und noch ein Verdrescher. Kann ich noch mehr Fallen machen? In der Tat. Aber keine guten. Ich kann trotzdem was Witziges machen. Ich könnte hier zumachen, dann müssen sie nämlich den Außenrumweg über die Lava gehen. Und eigentlich kann ich da doch sprengen. Ich bin einfach neugierig. Bin ich das? Bin ich neugierig? Ja, ich bin neugierig. Könnte natürlich auch alles zu verderben dadurch, aber ich bin neugierig. Die Goldgräber kommen. Sehr schön, vielleicht bringen sie auch ein bisschen Bösartigkeit mit. Und Feinde haben den Dungeon betreten. Ladies, Training. Sehr gut, Ladies. Gut gemacht. Gar nicht geschaut. Doch, da ist ein bisschen Bösartigkeit. 25 ist nicht viel. Ich brauche 100. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Ah ja, ein paar Kisten. Was ist das? Werkzeugkiste? Was ist das? Ach, das sind alles Werkzeugkisten. Ja. Juckt mich nicht. Wenn ich hier zumache, dann ist ja noch besser. Dann haben die einen recht langen Weg vor sich. Und dann lohnt sich hier tatsächlich auch noch... Traurige Ratsmitglieder versauerten langsam in ihren Käfigen. Oh, scheiße, es geht nicht. Howdy, Partner. Ich sehe, du kämpfst nach wie vor mit meiner Zwillingsschwester. Ich hätte da immer noch diese Dynamitschleuder am Start. Im Tausch gegen ein paar Ressourcen helfe ich dir da gerne aus. Oi, warum hilfst du dieser verdammten Dunkelelfe? Wo bleibt deine Ehre als Zwergin? Well, ich kann mich erinnern, dass du mich hast verbannen lassen, Schwesterherz. Es schien so, als wenn nicht nur Talias Familiengeschichte kompliziert war. Ungewöhnlich komplex für diese Serie, möchte ich anmerken. Aber vermutlich wollte man sich einfach nur einen weiteren Sprecher sparen. Geizhälse. Okay, ich mache hier lauter komische Sachen. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ob's was Gutes wird, weiß ich allerdings nicht. Hab keine Ahnung, ob das... Was ich jetzt hier baue, was Gutes ist, aber ich kann's, deswegen mache ich's. Goldader ist fast vollständig erschöpft. Na gut, ich muss raus mit den Truppen. Ich brauche Bösartigkeit, zumindest ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen Bösartigkeit brauche ich. Ein Trupp reicht. Liefert Gold. Achso, ja, das ist ja kein Thema. Yeehaw! Sehr gut! Ich echt dringend brauchen. Hier die Dynamitschleuder für dich. Fertig geölt und bereit, meiner Schwester einzuheizen. Ich mache euch beide fertig.
Jawohl. Damit kann ich weitere Truppen hier freischalten. Und ich kann eigentlich das freischalten, das freischalten, das freischalten. Das fast auch. Jetzt kann ich nämlich eine große Armee untoter Truppen zusammenstellen. Die Dynamitschleuder. Boop. Die sterben schneller, als ich zählen kann. Eins, zwei, viele! Jaha! Andererseits, ich könnte sie opfern, um die Bösartigkeit. Nein! Das ist nicht viel Bösartigkeit. Ich habe mehr erwartet. Ich komme wieder! Naja, 100. Ich opfere meine Truppen ein bisschen, um die Bösartigkeit hier einzusammeln. Und das ist gut. Wenn ihr wiederbelebt, hoffe ich doch. Das war notwendig. So, die können zurück und wir können es nutzen. Was brauchen wir dafür? 350. Was brauchen wir da? 200. Das kann ich upgraden. Sehr schön. Das kann ich upgraden. Okay. Lol. Naja. Die kommen doch wieder. Auch sie kommt wieder. Sehr gut. Okay. Da bin ich wieder. Ja. Ist es zu glauben, dass andere für sowas 3 Tage brauchen? Amateure. Andere 3 Tage? Moment, wer... Achso, Jesus. Okay, ich dachte gerade schon. Wer wird denn hier... Auf wen wird denn hier angespielt? Jesus. Christ. Superstar. Oh, oh, Geld. Achso, unten haben wir noch Geld. Ja, das wird ja produziert. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Vielleicht brauchen wir doch diese Goldader. Ich befürchte, da wird uns was erwarten. Was Gegnerisches. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, die erwarten mich auch. Aber ich kann mittlerweile Skeleton Knights herstellen. Okay, und ihr habt jetzt einen recht langen Weg vor euch, der hoffentlich im Tod endet. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Oh, tatsächlich ein richtiger Spinnenbau. Und ich befürchte, einer, der sich sogar verbreitet. Ja, da müssen wir auf jeden Fall schleunigst gegenwirken. Und die Leute müssen erstmal sich regenerieren. Ich brauche noch mehr. Nicht so weit zu den Skorpionen. Die müssen erst, wenn die regeneriert sind, dann... Shit. Wir müssen diesen Expansionstrupp schon jetzt unterbinden. Es ist Zahltag. Komm, mehr Gold. Ja, noch ein Trupp. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ja, kümmern wir uns gleich darum. Ach, die haben sie gemeint. Ja, wir kümmern uns trotzdem gleich darum. Aber die Expansion muss unterbunden werden. So. Heilung. Und theoretisch stinkt Friedhof erweitern. Es mangelt ja nicht an Truppen, würde ich sagen. Ich habe... Ja. Und die Ladies sind auch ready. Gut. Ja, es sind zwar bloß Stufe 1er Truppen, aber die sind brauchbar. So, vergütigt euch an den Gurus. Dann
geht's in den Krieg gegen die Spinnen. Die dürfen sich nicht ausbreiten. Garstiges, das hasse ich immer. Zum Glück haben wir sie rechtzeitig gefunden. So, wir haben eine bösartige Spinne. Mal schauen. Aber wir sollten genug Truppen haben. Hoffe ich doch zumindest. Das ist der Nachteil von den Untoten. Erst mit Vampiren werden sie zu mächtigen Viechern. Beziehungsweise sie brauchen halt auch Level-Ups. Aber noch gar keine Level-Ups. Außer Talia. Aber es reicht anscheinend. Und dann scheinbar können wir auch langsam die Skorpione dort unten, die mich ein bisschen stören, killen. Dann haben wir zumindest noch eine weitere Goldquelle. Ich mache mal hier einen Weg durch, dann haben sie es kürzer zur Goldkammer. Wunderbar. Das Thema ist erledigt. Ja, holt euch wieder Gurus. Ich will eigentlich gerade nicht mehr Truppen machen. Ich möchte jetzt leveln. Einerseits. Regenerieren. Andererseits. Mhm. Mehr Truppen. Na, wobei. Nicht zwingend notwendig. Erhöht die Kappe. Ah, ganz nett, aber auch nicht. Wir setzen voll auf die Untoten, deswegen muss nicht so viel gemacht werden. Die müssen sich auf jeden Fall erholen, das stimmt. Und dann betteln wir uns mal mit denen dort oben. Oder früher? Nein, lieber nicht. Ah, Gegner kommen. Sehr schön. Vielleicht gibt es ein paar Level-Ups. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Das ein oder andere Level-Up wäre doch ganz nett. Was machen die Fontänen hier? Egal, die sind schon stark angeschlagen, den Rest können doch die erledigen, oder? Ja, das sind Erfahrungspunkte. Die will ich, so will ich sehen. Genau, Stufe 1. Plus 1. Sehr wichtig. So, jetzt wird es Zeit, Skorpione zu töten. Das sind alles Standard-Skorpione. Gut, dann gehört mir die Goldader auch. Ah ja, stimmt, der Kerker. Jawohl, Bösartigkeit produzieren. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, jetzt sollen sie sich holen, dann gehen wir raus und gehen ein bisschen jagen, kämpfen, leveln. Stufe 3 ist ja jetzt drin bei denen. Wir brauchen Bösartigkeit. Dringend. Gold wird gesammelt, aber ist auch bei... Wollte gerade sagen, was backt denn hier herum? Was ist das? Was fliegt hier? Was tut es? Zahltag ist kein Thema, könnt ihr auch von da draußen können. Normalerweise sollte es so klappen. Wow, Gurus sind auf jeden Fall weniger geworden. So, hier oben ist ein Trupp. Erfahrungspunkt, Lauf, Wandel der Erfahrungspunkte und schwach noch dazu. Keine einzige Spezialeinheit. Dann machen wir mal weg. Sterbe, sterbe schneller, als ich zählen kann. Eins, zwei, viele! Ja! Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ja, das ist problematisch, aber zum Glück haben wir keinen Zahltag.
Dementsprechend sind begrenzte Ressourcen durchaus kein Thema. Leicht. Leicht. Ich weiß nicht, was ich davon habe, aber gut, es sind Riesennester, sind Nester. Vielleicht kriege ich Erfahrungspunkte, nicht Erfahrungspunkte, vielleicht kriege ich Bösartigkeit. Oh ja, ein bisschen Bösartigkeit gab es gerade. Einziger Haken ist, wenn das so Nester sind wie beim letzten Mal, dann spawnen da überraschend auf einmal viele Gegner. Was dann bös wäre, wenn da wieder eine ganze Masse spawnt. Allerdings sind einfache. Deswegen wahrscheinlich leicht. Das ganze Nest ist gespawnt. Und da wir AOE-Angriffe machen mit ihren Schreien, ist das eigentlich ganz gut. Hey, du kämpfst ja immer noch mit meiner verdammten Zwillingsschwester. Ja. Ich würde dir helfen, wenn du mir ein paar Ressourcen dafür gibst. Welche? Werkzeugkisten. So viel haben wir nicht. Können wir aber bestimmt produzieren. Das ist ein stabiles Nest. Stabiles Nest. Absolut stabil. Ah, verflucht. Der Zug war da. Ja, so ein Gebäude anschreien ist halt nicht sehr stark. Yes. Okay, es gibt auf jeden Fall Bösartigkeit. Das ist schön, aber ich muss trotzdem leider zurück. Leider muss ich zurück. Das kostet auch zu viel. Die wollen meditieren. Erstmal muss ich zurück. Die müssen heilen. Und ich brauche die Kisten. Die Kisten werden produziert. Ich kann den Raum aber ein bisschen erweitern. Ich kann und muss den Raum ein bisschen erweitern. Unbedingt das machen, nicht dass es begrenzt ist, wie viel ich davon bekomme. So. Bitte einmal eine Runde Regeneration für euch alle. Heilung. Ansonsten haben wir ja alles. Wie viel Platz ist in diesem Raum? Feinde 84, sind im Dungeon. Reicht. Gut, die bringen ein bisschen Bösartigkeit und Leiden auf dem Weg da. Und natürlich auch ein bisschen Level. Wobei, will ich die eigentlich leveln haben? Eigentlich nicht, oder? Weil auf Stufe 3 haben sie neue Bedürfnisse. Boah, die haben irgendein Gerät hingemacht. Dadurch gehen meine ganzen Truppen gerade da auf. Ganz schlecht. Aber gut, der Angriff wurde vereitelt. Das ist das Wichtige. Und es wurde böse. Na, die wilden. Ja, komm, dann nehme ich die halt auch. Rauf auf den Friedhof. Zahltag. Genau, die Bösartigkeit. Oh, 50. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich brauche nicht mehr viel. Die müssen sich halt jetzt super erholen. Die Mädels, die Kämpfer, alle müssen sich jetzt erholen. Zahltag. Ja gut, Zahltag ist jetzt zu Ende. Kerker könnte ich jetzt schon machen.
Ja, ich glaube, der Kerker ist auf lange Sicht einfach das Wichtigste. Dann machen wir hier einen Kerker hin. Ich brauche Geld, sehe ich gerade. Hier haben wir auf jeden Fall einiges an Geld zu finden. Ich brauche Gold. Die eingesperrten Ratsmitglieder warteten weiterhin darauf, die können ewig warten, befreit zu werden. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich lasse es mir gut gehen hier. Ich schau mal hier. Ist hier irgendwas von besonderer? Nein. Wie sieht's hier weiter aus? Ah ja. Okay. Auch nichts Goldenes. Einige Lavalinge wurden von euren Schnodderlingen angegraben. Eine Diamantader, die ich anbauen kann. Ist zwar bloß, solange es nicht upgradet wird, von einer Seite abbaubar, aber immerhin. Ja, sobald die sich erholt haben, dann wird hier gemacht. Ich erweitere mal tatsächlich diesen Raum. Und dann schließe ich ihn auch ein bisschen besser ab, weil... Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Wo? Wo? Ich sehe sie nicht. Achso. Wo kommt denn der her? Sei es drum. Ich habe noch keine einfachen Türen. Das muss ich ändern. Ich brauche einfache Türen, um die zu suchen. Halt! Kisten! Ach du Schande, ich brauche mehr Kisten. So eine zu bauen, kostet das Kisten? Das kostet keine Kisten. Ich muss Brenny the Kid unbedingt. Ich brauche unbedingt Stuff. Feinde sind im Dungeon. Ja, aktuell sind sie nicht so angeschlagen. Es kommen jetzt schon bessere Einheiten. Untote sind im Late Game so mächtig, aber am Anfang halt so schlecht. Kann ich hier eigentlich auch noch so einen Verdrescher hinmachen? Nee, aber hier. So, die letzten Einheiten sollten die doch klarkommen, sollten die besiegen können. Die eine Elite-Einheit. Ich habe noch keinen Kerker. Kerker. Wo wollte ich den Kerker machen? Den Kerker wollte ich eigentlich hier machen. Wenn ich das Geld hätte. Apropos Geld. Das kann ich nicht abbauen. Naja. Macht mal diese Viecher weg, dann haben wir wenigstens eine unendliche Goldquelle. Wunderbar. Und jetzt wieder erholen. Während hier Geld gesammelt wird. Ich brauche hierbei auch eine Schatzkammer. Ich muss hier abbauen. Ich brauche das Gold, das hier versteckt ist. Und wer weiß, was da noch versteckt ist. Und ich kann auch mal in die Richtung schauen. Ah ja, da ist auch irgendwas. Vielleicht ist dann noch eine Diamantquelle. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Das ist in Ordnung. Der Sold kann in Hühnchen bezahlt werden. Ich habe halt absolut... Ich bin absolut pleite. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht.
Weg mit dem. Wo läuft er? Die sollen Hühnchen essen. Ah ja. Eure Kreaturen haben einen Raum mit Riesenskorpionen entdeckt. Oh ja. Und das ist ein ekelhafter Raum. Die sind halt noch keine guten Kämpfer, die Skelede. Aber das Nest muss ausgerottet werden, solange es schon da ist. Nur solange es da ist. Sehr viel Mana. Mhm. Ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Gut. Ach du Schande, die fressen sich jetzt schnell hoch. Aber das muss auch zerstört werden, bevor wir das Neues kommen. Das ist uncool. Die futtern sich gerade am Mana hoch. Kreaturen haben einen Raum mit Riesenskorpionen entdeckt. Ach, verflucht, zu viel auf einmal. Aber der Raum ist easy. Nicht so wie die Mana-Linge hier. Mächtige Mana-Linge. Ach du Schande. Ein Mega-Mana-Ling hat meine Armee ausgelöscht. Eine weitere unendliche Geldquelle, das ist schön. Das versagerische Böse hatte es nicht geschafft, Waren an Brünn the Kid zu schicken. Deren Schwester Brünnhild nutzte die Gelegenheit, um den Dungeon anzugreifen. Ganz schlecht, weil gerade alle sich erholen müssen. Ich habe zu viel auf einmal gemacht. Ich habe ganz vergessen. Ich habe die Kisten schon seit Ewigkeiten fertig. Weil ich zu viel nebenbei gemacht habe hier. Die sind hier voll beschäftigt und so, müssen hier tun und machen. Lasst die Skorpione in Ruhe. Die sollen euch nicht mehr kümmern, die Skorpione. Was wollt ihr denn nach so? Ihr wollt das Zeug hier ansammeln. Das nicht. Gut. Oh nö, ich hoffe, ich habe noch eine zweite Gelegenheit oder eine weitere Gelegenheit irgendwann. Ja, die müssen sich jetzt erholen. So, jetzt kommt gerade ein gegnerischer Trupp. Ja, hilft nichts, die müssen sich erholen. Punkt. Alles, was Gold ermöglicht. Gold. Das ermöglicht Gold. Das nicht. Das nicht. Eure Feinde sind im Dungeon. Einen Kerker habe ich ja jetzt. Also heißt, ich kann da Bösartigkeit produzieren, sobald die umfallen. Das ist ein starker Trupp. Oh, und es kommt direkt noch ein neuer Trupp. Naja, ist in Ordnung. Hätte ich jetzt gesagt. Die müssen ja erstmal hier durchschaffen. Muss meistens nur die Upgegradeten im Moment schaffen. Außer die Fallen sind noch nicht ready. Beziehungsweise überhaupt nicht ready. Dann habe ich hier ein Riesenproblem. Die greifen die an. Ich wusste nicht, dass die Fallen sozusagen neu geladen werden müssen, um genutzt zu werden. Okay, meine Truppen sind ready. Hilft nichts, es muss gekämpft werden. Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Erstmal müssen sie kämpfen, bevor sie sich Sold holen können. Eine Goldader ist nahezu erschöpft.
Das ist auch kein Thema, denn wir haben Diamanten. Ach du Schande, das war härter als es sein sollte. Gut, da ihr sowieso angeschlagen seid, schlagt euch noch mehr herum. Natürlich gehen sie auf die falschen Truppen. Mit ihren AOE-Angriffen. Okay, Gold habe ich. Kerker wird jetzt auch gefüllt. Wie war das? Ich muss sie kaputt hauen und wenn sie sterben, kriege ich mehr... Na gut, das hat keinen Sinn. Das wird schon mit der Zeit klappen. So, jetzt wieder zum ursprünglichen Plan. Ich brauche... Was soll ich noch mehr machen? Ich hätte es so gern die jetzt schon. Jetzt müsste ich endlich mal die Zeit haben, rauszugehen und ein bisschen Bösartigkeit zu generieren. Aber wie ihr sehen könnt, die müssen sich ordentlich heilen. Na gut, es geht recht schnell. Deswegen warten wir es einfach mal ab. Aber ich hoffe, die Quest mit Brünni kann ich noch schaffen. Einmal habe ich versagt. Vielleicht kommt es ja wieder. Möchten beten. Ach ja, kann ich das kann ich ermöglichen. Diample. Ich habe so viel Money in the Bank. Da kann ich auch einen riesigen Tempel spendieren. Ja, ich nutze einfach mal die Gelegenheiten, die ich habe. Noch mehr Türen auch hier und hier, please. Danke. So, Geld ausgegeben, effizient. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Stimmt ja, mit dem Tempel werden da jetzt nicht Lakaien. Also wird da mit Fäule Lakaien gezeigt? Was war da mit das? Zauber wären halt auch ganz nett. Es fehlt halt an Bösartigkeit. Ja, Lakaien werden produziert. Oh ja, das ist ein ordentlicher Boost, wenn ich jetzt Lakaien jetzt habe. Die wollen zwar schlafen, aber ich lasse sie nicht, weil jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist die Gelegenheit, mal zu wüten. Ich bin wütend. Das ist ein schlechtes Ziel zum Wüten. Das ist doch ein Ziel. Maschinenzwerg. Irgendwas in der Nähe, was ich zerstören könnte. Na, hauptsächlich so ein Scorpion-Nest.
Der Zug. Nein, der Zug ist das, was ich... dazu muss ich den Turm zerstören. Tja, mit Dynamit wäre das alles leichter. Da unten wäre auch noch ein Trupp. Skorpion-Nest ist das, was am ehesten in der Nähe ist. Wow. Die haben sich aber ganz schön vermehrt. So. Der eine Death Knight ist schon ziemlich angeschlagen. Kann ich die abfangen? Kann ich da irgendwas machen? Nee, ich kann da nichts machen. Außer abgeschossen werden. Schade. Tja, jetzt sind meine total angeschlagen eigentlich. Ist jetzt unklug, das anzugreifen, aber... Oh nee, da sind Elite ein. Moment, das ist doch auch leicht. Sollte leicht sein. Warum kommen da Elite-Einheiten? Beim letzten Mal kamen da keine Elite-Einheiten. Ich kann gerade nicht mehr... Oder kann ich? Ich kann gerade nicht mehr so gut leveln. Andererseits... Oh ja, Bösartigkeit wird ja produziert jetzt durch den... Ich hab Angst... Es fehlen halt Möglichkeiten. Es fehlen gute Möglichkeiten zu heilen, weil die Vampire noch fehlen. Sobald die da sind, ist das ein riesen Gamechanger. Ach du Schande, kommt gleich der nächste Trupp. Ja, flieht ihr Narren. Flieht ihr Narren. Könnte dir meine Dynamitschleuder zur Verfügung stellen. Oh ja. Wenn du mir dafür ein paar Waren lieferst. Ja. Ich höre. Was brauchst du? Gurus. Ich habe keine Gurus. Ich habe keine Gurus. Ernsthaft? Die Guru-Farm ist nicht effizient genug, um alle zu versorgen. Noch nicht. Also muss ich sie erstmal weiter. Erstmal erweitern, die Guru-Farm. Und dann... Ich muss das nutzen, um irgendwo Bösartigkeit ordentlich zu schaffen. So, die Guru-Farm wird erweitert. Dann kann ich die auch liefern bald. Die Raumeffizienz ist gerade grottig. 20%. Weil schnell gebaut werden muss. Bauen, bauen, bauen. Und die Raumeffizienz, blub, ist 100%. Naja. Ah, neue Gegner. Sind im Dungeon. Ja, freulich. Die bringen Bösartigkeit mit. Kriegen ordentlich auf die Phrase. Die Zwerge sterben schneller, als ich zählen kann. Eins, zwei, viele! Ja! In den Rücken rein. Ah, das sind sehr viele Shooter. Hintere Reihen angreifen. Hintere Reihen, nicht die vorderen. Die vorderen sollen euch bloß aufhalten. Plus 200, was sind das? Plus irgendwas? Muchas gracias, Partner. Viel Spaß mit der Dynamitschleuder. Oi, verdammte Verräterin. Ich kann nicht fassen, dass wir uns eine Babybierflasche geteilt eine haben. Eine Babybierflasche? Ah ja. So, wieder Gönnung und dann heißt es nochmal an die Oberfläche. Jetzt mit Dynamit. Mit Dynamit bewaffnet. Zahltag.
würde Kreaturen holen sich ihren Sold. Gerne hier rein. Und ich habe theoretisch. Oh, theoretisch. 10. Ernsthaft? Oh. Nein, das kostet 350. Schläge, ich brauche mehr. Egal. Raus mit euch, ich brauche mehr. Wie man es nennen möchte. Mehr, Hauptsache mehr. Die sind gerade da. Ich kann nicht hinwerfen, weil ich nichts sehe. Ich kann... Ah, wollte gerade sagen. Schuss in den Ofen. So, die müssen weg. Halt, andere Richtung. Ach, Mist. Aber wir sind durchgebrochen. Auch wenn Talia jetzt gerade down ist, die wird schon wieder belebt. Das hingegen ist sehr gut. Das erste Ratsmitglied wurde aus seinem Käfig befreit. Glücklich wankte es auf Talia zu, diese zu umarmen. Hey, widerlich. Bleib mir vom Leib, du ekliger Schnodderling. Schreib mir einfach einen Dankesbrief oder sowas. Oh, aber kein Grund, langsamer zu werden. Vorwärts, Kreaturen. Wir werden nicht rasten und nicht ruhen, bis der ganze Rat der Schnodderlinge befreit ist. Also ihr werdet nicht ruhen. Ich lasse mir jetzt mal ein Schaumbad ein. Das war erfrischend. Endlich kann ich jetzt Ladies herbei Was? Nein? Ach, es fehlt Geld. Warum fehlt Geld? Oh, ich wurde wiederbelebt? Danke. Es fehlt Geld. Warum fehlt Geld? Es darf nicht Geld fehlen. Haben wir irgendwo noch Geld rumliegen? Na, das wollen wir eigentlich nicht. Das auch nicht. Was ich will, ist schauen, ob hier noch irgendwo eine Geldader ist. Ne? Oh ja, da sind Geldadern. Na, machen wir anders. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Baut da einfach alles ab. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ja, das macht aber nichts. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, Ladies zu beschwören. Ach so, und ganz wichtig, die Guru-Farm muss unbedingt... dazu muss ich da eine Stufe höher. Die muss effizienter werden. Ja, ganz wichtig. Ist noch nicht effizient genug. Die hat zwar hohe Kapazität, aber es dauert zu lang, bis der Nachspawn. Tempel passt. Tempel ist gut. Das könnte man auch langsam eine Stufe mehr gebrauchen. Fehlt aber auch Geld. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Stellt mittlerweile kein Problem mehr dar. Ja, und das Geld wird jetzt auch bald kein Problem mehr darstellen. Mit diesen neuen, schönen Geldadern.
Wunderbar, 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 wunderbar. Und... Katsching. So, achso, wo sind die Gegner? Die laufen da und machen ihr Leben lebenswerter. Ding Dong, es ist Zahltag. So. Was, die sind beefy anscheinend. Anscheinend machen die gut Damage. Wer kämpft da die ganze Zeit? Die machen doch Heilung für alle, oder? Heilt Untote in der Nähe, genau. Ding dong, das ist toll, toll. Und dann gönnt euch auf der Fahrt. Warte, das machen wir schneller. Dann gönnt euch und wechselt die Gurus. Aber es sind noch Gurus vorhanden. Das ist der wichtige Part. So, wir machen noch eine Lady. Wir machen eigentlich jetzt massenweise diese Ladies. Bitte hier Sachen machen, die das Leben schöner machen. Und in der Zwischenzeit, ja genau, geht beten, heilen, was auch immer. In der Zwischenzeit erhöhen wir mal das Fraktionslevel, ganz wichtig. Damit die auch Stufe 4 werden können. Oh ja. Nekromant und Necro... Danico. Machen wir hier den Dance-Saal dann rein. Lass ich bereits schon mal zumindest vor. Außer es spawnt irgendwas Komisches. Vollnis brauchen wir für mehr komische Viecher, die sie beschwören können. Und dann haben wir einfach eine Massenarmee. Gut, gut, gut. Ja, Geld fehlt halt gerade. Das ist die Mangelware. Ich weiß nicht, was gerade, warum das mit dem Geld so problematisch ist. Wir haben eine unendliche Geldquelle hier. Wieder. Lauter Geldquellen. Ja. Da drüben haben wir eine unendliche Geldquelle. Hier haben wir ein lauter Gebiet, das wir nicht angraben können bisher. Weil die Schnodderlinge nicht so weit entwickelt sind. Und die sterben und hinterlassen uns bald wieder weitere Bösartigkeit. Gut, gut, gut. Bedürfnis nach Tanzen. Das brauchen wir halt auch mal. Das kostet 400. Nee, es bleibt dabei. Ich brauche mehr Ladies. Ich brauche mehr Vampire Ladies. Deswegen Geld sammeln, Geld sammeln, Geld sammeln. Ich habe ja jede Menge noch an Potenzial für Vampire Ladies. Und dann geht's rauf, die Vampire vernichten. Dann geht's rauf dort. Ich würde sagen, dort oben. Komme ich da hoch? Ja, da ist ein Turm. Interessant. Da ist ein Turm. Aber da führt auch der Zug entlang. Und den Zug kann ich nur zwischen... Okay. Naja. Sollen sie da kommen? Ich würde gern zum guten Wesen hinkommen, aber das ist ja richtig weit weg. Hier ist so ein komisches... Was ist das für ein Portal? Magisches Portal. Hier ist ein Dungeon-Eingang. Ein weiterer Dungeon-Eingang. Aber hier oben ist irgendwas. Hier ist ein Heldenportal. Sehr viele kuriose Sachen hier oben. Also ich weiß nicht, Untote... Es wird jetzt geil, wenn... Also es wird jetzt bald geil. Da bin ich mir sicher. Wenn ich noch Nekromanten bekäme... 350, das ist schon nicht wenig. Aber auch nicht unmöglich.
und noch die Dancehalle, dann habe ich eigentlich eine richtig geile Armee zusammen. Aber Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich investiere trotzdem lieber in die Ladies. Und lass sie direkt trainieren. Sehr schön. Die Hand irritiert mich. Wunderbar. Ladies. Ausflugszeit. Ausflugszeit. Es ist time. Time to shine. Und ein paar Skorpione erledigen. Wir müssen ja alle Skorpione. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Okay. Die dürfen noch weiter bauen. Zahltag. Was? Da kommen jetzt einfach random Skorpione raus? Ach du Schande. Aber wenigstens werden sie jetzt geheilt. Und wir kriegen doch Bösartigkeit, oder? Kriegen wir Bösartigkeit? Ich hoffe doch, wir kriegen Bösartigkeit. Durch die Kämpfe. Geht auf jeden Fall jetzt schön. Narr. Deutlich schön. Ja, ich würde das gerne zerstören. Die Bösartigkeit hätte ich super gerne. Ah, spawnt noch ein Trupp. Nein! Bösartigkeit, Babys. Oh yeah. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Es sind 10 Bösartigkeit fehlen noch. And are you kidding me? Ah, dort oben war. War da oben noch ein Turm irgendwie? Da war ein Turm. Der wird doch die Bösartigkeit geben, die ich brauche, um die Untoten zufriedenstellen zu können. Auf Dauer. Dann hole ich mir noch 3 Nekromanten und dann... Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ist der Partytrupp ready? Moment. Die sind alle so schwach hier. Anscheinend ist das der gewünschte Weg. Der gewünschte Weg to go. Nice. Ja, jetzt brauche ich Geld. Howdy. Ich könnte da gerade wieder ein paar Ressourcen gebrauchen. Okay, was? Gurus? Pestfeuer? Ja, mit Gurus. Gerne. Danke, Muchacho. Das kann ich gut gebrauchen. Und dafür ich auch. Dafür leihe ich dir gern die Dynamit. Dank Talia und dem Züge ausbremsenden Bösen ging Brünnhilds Zug in Flammen auf. Die Ratsmitglieder brachten sich in Sicherheit. Geil. Hey, was macht ihr denn da? Verdammtes Spitzohr! Das brauche ich doch für meine drittklassige Netflix-Serie. Die drittklassige Serie wohl schon nach einer Staffel eingestellt, was? Ja. Das tut mir aber leid. Nein, doch nicht. Oh, was für eine Schriftart. Jawohl. Oh, die Bösartigkeit brauche ich. Ja, die ist gut. Kann ich vielleicht noch die Fraktionsstufe um eine Stufe erhöhen, damit ich Stufe 5er Truppen mir gönnen kann? Bei den Untoten, dann ist die Party am Laufen. Apropos Party am Laufen. Was ist mit Gold? Das wurde aber tatsächlich restlos abgegraben. Ach du Schande. Eingesperrte Ratsschnodderlinge begannen an den Gitterstäben ihrer Käfige zu lutschen. Bitte was? Geil. Ja. Gold ist ja nicht das Problem. Also, ohne den Perk, dass ich hier... Oh, shit. Ich hätte echt mehr auf Gold setzen müssen. Gibt's hier irgendwo... Na gut, hier führen noch Wege entlang. Oh ja, da ist irgendwas. Oh. Oha, was ist denn hier? Hier ist irgendwas Besonderes. Eure Feinde sind im Dungeon. Moment, wir sind doch auch gerade in den Dungeon. Hm.
gut. So. Ach, du schon, noch ein zweiter Trupp. Naja, ist ein gutes Trainingsprogramm für meine Vampir-Ladies. Ach ja, und vielleicht ein Nest voller Riesenskorpione wurde im Dungeon entdeckt. Einen Nekromant schon hinzufügen. Das gibt ein gutes Trainingsprogramm auf jeden Fall. Oi, rate mal, verdammte Spitzohr! Die von Nixflix haben meine Serie geliebt. Ernsthaft? Und wollen eine zweite Staffel. Die können gar nicht genug von meinen guten Zwergen bekommen, die kleine Bösewichte einsperren. Das ist wirklich so absurd, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber kann ich dir vielleicht die Nummer von meinem Agenten schicken? Blödes Nixflix, blöde Serie. Dann werde ich aufs Abstellgleis schicken und dann heißt es Endstation. Ja, aber erst bitte Skorpione aufs Abgleis schicken. Ding Dong, es ist Zahltag. Ach so, ein Leben in vollen Zügen, Staffel 2. Zahltag, 131. Das ist kein Thema, wir haben genug. Und hier haben wir Geld. Gold, 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 was benötigt wird. Schön. Okay. Naja, da ist doch jetzt schon mal ein bisschen Hoffnung in Sicht. Gibt's vielleicht hier... Oh ja. Da ist noch mehr Gold zu finden. Hoffentlich ohne Gegner. Da kommt wieder ein neuer Trupp angelatscht auf mich, aber das macht ja nichts, die bringen Bösartigkeit mit. Wir brauchen das, genau, wir brauchen das Gold für mehr Truppen. Jo, ein paar Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Um die wird sich gekümmert. Stimmt, Mana-Linge. Wir brauchen halt immer noch Mana. Beziehungsweise Zauber. Das ist tatsächlich etwas, was ich die ganze Zeit schon vergessen habe. Ja, mach mal hier einen richtig geilen großen Raum mit Magie. Das Arcanium. Und schon haben wir jede Menge Zauber. Geil! Das wird sehr hilfreich sein. Aber vorher, auf jeden Fall kümmern wir uns darum. Dann haben sie was zum Abdancen. Und sind hier glücklich. Die brauchen da keinen extra. Gibt nichts, genau. Können da Vollnis produzieren. Dann hier eben, hab kein Geld, aber das ergibt sich mit der Zeit. Mega. Mega. Jawohl. Sammelt Gold. Das Gold wird gleich umgewandelt in Sachen und dann brauche ich noch zwei Nekromanten. Dann bin ich mit der Armee echt zufrieden. 21 Truppen, wovon gut gemixt. Und die Ladies können alle gut heilen. Wird es Zeit an die Oberfläche. Also nach über einer Stunde haben wir uns stabilisiert. Der nächste Gegnertrupp kommt wieder. Moment, wir haben jetzt schon dreimal Brünni-Quests geschafft, oder? Es ist jetzt so ein Dauerrenner. Kommt immer aber wieder so eine Brünni-Quest. Kann das sein? Geil, das ist auch alles produziert. Alles gebaut. Das Gold, das fließt jetzt wieder. Die Möglichkeit, aber das kostet halt auch Bösartigkeit. Fies, dass das gute Wesen. Warte mal, das gute Wesen. Guck mal, das ist echt ein langer Weg bis zum guten Wesen hin. Muss ich so einen komischen Außenrumweg gehen oder dort oben? Was hier? Hier oben ist eine Sackgasse, oder? Das ist ein einfacher Ort für Bösartigkeit hier. Einfach ein kleiner Ort, wo man halt... Feinde haben den Dungeon betreten. ...gegen Gegner kämpft.
Ja, mit Mana-Unterstützung wird das jetzt noch viel geiler. Ja, Stufen. Stufen. So, jetzt könnt ihr abdancen. Hier. Kommt aber immer noch die geile Musik hier? Ja. Die Musik ist geil. Das ist Party-Mucke. Disco-Mucke. So Kinder-Disco-Mucke. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ich find's gut. Ich find's auch gut. 3600, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir haben jetzt Magie. Das bedeutet, ich kann jetzt auch endlich flexibel auf der Oberwelt rumgeistern und alles und jeden vernichten, der sich mir den Weg stellt. Dabei dann leveln. Es ist Zahltag. Ja, das ist kein Thema. Wir haben genügend Gurus für diese Truppen. Mana ist auch produziert. Mana, können wir das vielleicht erweitern? Nein, das kostet 100.000. Das mit dem Gold? Nicht mal noch. Zweifelhaft, dass ich so wenig habe. Warum? Hier kann ich natürlich auch rum, dann aber erst nach oben. Warum ist sie so weit vorne? Das macht keinen Sinn. So. Zeit! Eine Zwergenstadt, Saloon, was auch immer, einzureisen. Einzureisen und alles zu vernichten. Also wir haben die Brünni-Quest, glaube ich, geschafft. Mit Dynamit müssen wir auf jeden Fall noch jede Menge Zwerge vernichten. Oh, da bin ich mir nicht sicher, wie viel wir schon getötet haben mit dem Zwergendynamit. Und ob das zählte, als ich den... Bisschen aufpassen müssen wir da wahrscheinlich schon. Westerndorf. Weg damit. Was ist denn das Typ? Gibt es wenig so einzelnes Zerstörbares? Das war in einer anderen, in der Hauptkampagne anders. Aber jetzt ist es drin. Will ich untote Helden? Ja. Freischalten kann man es ja mal. Oh ja, die, der Heileffekt. Heileffekt wird besser. Das ist einfach OP. Oh. Ah, da kommen Gegner. Ist doch schön. Wobei, die Gegner kämen auch in meinen... Naja. Hey, du kämpfst ja immer noch mit meiner verdammten Zwillingsschwester. Ich würde dir helfen, wenn du mir ein paar Ressourcen dafür gibst. Ja, gerne. Was willst du? Gurus? Massenweise Gurus. Muchas gracias, Partner. Viel Spaß mit der Dynamitschleuder. Die zweite Staffel, ich meine der zweite Zug von Brünnhilds Nix-Flix-Drama, ging in Flammen auf. So wie meine Karriereträume. Oi, müsst ihr mir immer dazwischen funken? Na wartet, von dem ganzen Nix-Flix-Gold werde ich eine Armee aufstellen, die euch in Grund und Boden stampft. Ja, gerne. Ich habe das auch schon gemacht. Warum nicht? Tu das gerne. Aber das waren auf jeden Fall ein paar Viecher, die ich mit dem Dynamit zerstört habe. Was ist das? Dynamitschleuder. Wir nutzen einfach die Brücke, wenn sie schon hier ist. Die führt uns direkt in ein neues Lager. Sehr schön. Der Maschinenzwerg sieht so brutal aus. Aber, mittlerweile ist das alles kein Thema mehr. Eine Goldader ist nahezu erschöpft.
Die Untoten sind OP genug mittlerweile. Wir haben den Threshold erreicht, wo wir jetzt deutlich stärker sind. Und keine Probleme mehr haben gegen einfache Helden. Theoretisch, ich darf nicht alle befreien. Weil ich muss ja mit dem Dynamit noch... Also das wird wahrscheinlich das Kniffligste sein, mit dem Dynamit genügend killen. Wie viel waren es? 45? Ich weiß halt nicht. Nun war schon mehr als die Hälfte der Ratsmitglieder befreit. Das stimmt. Talia und das unaufhaltsame Böse schritten weiter voran. Oi, aber dem werde ich bald ein Ende setzen. Dann ist Endstation für das Böse und wir benennen die Serie in Dwarfs um. Zwerge. Dwarfs. Eine zwergische Festung? Ein Dwarf Fortress quasi? Wen sollte denn sowas interessieren? Hört sich total öde an. Das ist auch ein gutes Spiel. Angeblich. Für mich ist es zu oldschool. Überraschung! Überraschung, Spitzohr! Nixflix ist an Bord für Staffel 3 von Zwerge, die auf Züge starren. Die haben mir so viel Gold gezeigt, dass sie ihre Abokosten verdoppelt haben. Ich kann kaum in Worte fassen, was ich davon halte. Ich habe eine klassische Ausbildung. König Lear, Hamlet, Faust. Ich habe sie alle auf der Bühne von Kleinbach-Aurach gespielt. Kleinbach-Aurach. Auch wenn das Publikum meist nur aus meiner Mutter bestand. Aber... Ja, wir kennen dein Gelaber schon. Du bist ja eigentlich viel zu fein für den Unsinn hier, aber es zahlt halt die Rechnung. Bla, bla, bla. Das zahle ich dir heim. Talia und das verdutzte Böse hatten gar nicht gemerkt, dass der neueste Zwergenzug geradezu übertrieben gut geschützt und gepanzert war. Es würde sicher unmöglich sein, für einen unbelesenen Bauerntölpel wie Talia diesen zu zerstören. Oi, danke. Du Erzählertyp kannst ja auch hilfreich sein. Ich hab da sicher noch eine Stelle frei bei Railway Dwarfpire. Railway Talia, kleine Überraschung. Meine Goldgräber haben sich von Klondike bis in deine Dungeon. Ach du Schande. Da staunst du, was? Verdammtes Spitzohr! Jetzt geht's ja an die Ohren! Oder den Kragen! Irgendwohin! Talia wirkte etwas verdutzt, als plötzlich Zwerge die Wände des Dungeons durchbrachen. Hoffentlich hatten sie und das übertölpelte Böse sich gut auf so etwas vorbereitet. Not really, tatsächlich. Na, ich möchte da rein. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal müssen wir mit denen klarkommen. Die Zwerge. Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Auch noch. Sehe ich das irgendwo, dieses goldene Portal? Gutes, ein weiteres gutes Wesen ist irgendwo dort oben. Dungeon springen, irgendwo, wie auch immer. Ach du Schande. Gorgu geht noch nicht, weil das da fehlt. Oder das ist Stufe 6. Stufe 6 fehlt. Talia muss Stufe 6 sein. Ah, ja, da war was. Das sind einfache Zwerge. Das ist ein guter Levelort. Goldenes Portal, naja. Wenn sie es machen, wird's halt ungemütlich. Mist. Natürlich habe ich keinen Mana mehr.
Aber Vampire, it is. Hier kommt so ein Frostraum rein. War das schon mal etwas? Und wir räuchern die Zwerge hier. Euer Portal wird angegriffen. Portal? In der Tat, Portal wird angegriffen. Das werden wir verhindern. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja. Ein paar Goldgräber-Zwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu besuchen. Ja, ich weiß den Hinweis. Zeit, mal ein paar meiner Desperados aus dem Hinterhalt zu holen und nach Gold zu suchen. Im Dungeon! Vorwärts, alles planieren! Da richten wir uns später häuslich ein, Jungs! Als wenn so ein paar dämliche Western-Zwerge was in meinem Dungeon ausrichten könnten. Kreaturen, tatsächlich, Fallen, geht weg. Ich kann nicht entscheiden, mit was ich sie massakrieren soll. Wo sind sie? Wo kommen sie? Was ist passiert? Was passiert hier? Was tut ihr hier? Warum sind die Nekromanten noch Stufe 2? Habe ich das richtig gesehen? Die sind noch Stufe 2? Nee. Sind schon höher im Level. Gut, Regeneration ist angesagt. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Daran kann ich nichts machen. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Die haben die Tür kaputt gemacht. Und das mit dem Goldportal. Kommt da was? Passiert da was? Wo ist da was? Bisher passiert da nichts, oder? Talia, wie sieht's mit dem Leveln aus? Goro könnte ich mittlerweile gut gebrauchen, jetzt wo es so stressig wird hier. So. Ja gut. Das Portal wurde kaputt gemacht, deswegen. Hier waren wir noch nicht fertig. Schicht im Schacht, dann darüber. Klopf, klopf! Explosion! Die Zwerge sterben schneller, als ich zählen kann. Eins, zwei, viele! Jaha! Ja, vielleicht zu schnell, weil wir brauchen Kapazität. Kälteschaden. Ebenfalls Heileffekte. Okay. Nebel der Fäule. Rüstung. Pro Stufe, geil. Wirkungsdauer erhöhen, das sind, glaube ich, schon mal gute Sachen. Das mit dem goldenen Portal ist wirklich ein bisschen, naja, underwhelming. Das ist doch ein Angriffstrupp hier, der da kommt. Das ist kein Zwergentrupp. Audi, ich könnte da gerade wieder ein paar Ressourcen gebrauchen. Ja, gerne. Könntest du mir aushelfen? Was? Tränke? Das ist schlecht. Tränke habe ich halt gar nicht. Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Schon wieder. Tränke. Puh.
Ja, macht euch nah bereit. Ich brauche erstmal Tränke, eine Lösung dafür. Und das wird jetzt zerstört. Ach, da sind ja auch ein paar Gefangene. Ach, stimmt ja. Haben wir ja gesehen. Von der Map aus. Ach, ist das das Portal oder wie? Nee, das ist nicht das Portal, das ist einfach der Chor. Es rumpelte und pumpelte und mit einem Knicks und einem Knacks und ganz viel Kabum, Boing, Spreuing, Kadusch und Badabeng explodierte der Arkenstein der Zwerge. Ha! Das war eine schöne Explosion! Die Kosten für die Special Effects haben sich gelohnt! Tja, Brünnhild, da ist dein kleines Zwergenreich wohl in Flammen aufgegangen. Das tut mir aber leid. Oh, damit habe ich einen ganz neuen Zugang zur Oberwelt. Das ist großartig. Oi, das wirst du büßen, du dämliche Elfengöre. Teeren und Federn ist das Mindeste. Na, komm her. Tränke immer noch. Ich habe kein Geld. Warum habe ich kein Geld die ganze... Ach so, weil ich kein... Doch, Geld abbauen... Wo geht das Geld die ganze Zeit hin? Frage ich mich. Hier haben wir auf jeden Fall einen schönen Schatz. Den kann ich mir mal gönnen. Ja gut, ich habe ja natürlich auch einiges gebaut. Da geht das Geld auf jeden Fall hin. Hä? Are you shitting me? Warum? Ding Dong, es ist Zahltag. Gut. Mit dem Geld nämlich. Was wollte ich machen? Irgendwas mit dem Geld. Tränke. Ich brauche Bösartigkeit. Da war ein Riesenbatzen Bösartigkeit. Was ist mit den ganzen Schnoddeling? Hier ist Massen. Warum ist hier so massenhaft? Tränke. Hier unten mache ich ein Trankstudio. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. Dum, 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 dum. Eure Feinde sind im Dungeon. So, da oben. Wo sind meine ganzen Schnoddlinge? Warum sind hier keine Schnoddlinge? Warum ist die Schrift so komisch? Fragen über Fragen, die das Böse stellt. Aber zum Glück taucht das ja mit der Magie. Und die Truppen sind auch mächtig. Keine Kapazität mehr, das wäre eine Erklärung. Boah, das Gefängnis ist so voll. Bösartigkeit ist alles gerade gut vorhanden. Daran mangelt es nicht. Kisten. Es mangelt an Kisten. Marie-Antoinettes Kuchen-Express für Arme rauschte gerade in der Nähe des Dungeons vorbei. Würde ihn das diabetöse Böse gewähren lassen? Wo sind die anderen Kisten? Was, was? Was? Eine Karso-Karawane. Ich dachte mir gerade, was willst du von mir, Marie-Antoinette? Was auch immer. Ja. Viel zu tun, viel zu tun. Tja, 5 Minuten noch. Wo sind die ganzen Kisten hin? Da waren doch gerade jede Menge Kisten noch. Oh. Ah, ich will die Kisten. Oh. Nein, ich will die nicht. Ich will die Kisten.
So, Tränke werden gebraucht, aber ob das jetzt schnell genug passiert, I doubt it. Stattdessen Stufe 8, Stufe 9 und Stufe 10. Geil! Oh ja, wir sind jetzt extrem mächtig unterwegs. So, mit dieser Macht kommt mehr Verantwortung, nämlich Verantwortung zu töten. Mit Nekromantenpower. An diesem wunderschönen Ort, wo Schnodderlinge drin sind. Der Rat der Schnodderlinge. Ein paar Goldgräberzwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu... Ei, Spitzohr! Ich hab hier eine weitere kleine Stargate für dich vorbereitet. Meine Goldgräber hüpfen jetzt durch ein goldenes Portal direkt in deinen Dungeon. Lustig, oder? Hm. Ist das so ein Hinterhaltding? Widerwärtig. Das ist gemein, das ist böse, das ist etwas, das ich machen würde. Das ist richtig. Raus aus dieser Menge. Ach, Leute, Bewegung. Geil, Bösartigkeit, mehr Bösartigkeit. Ah ja, das ist ja dieses Zeugs da von Marie Antoinette. Na gut. Da kümmern wir uns ja doch drum. Das sind wunderbare Erfahrungen. Feinde sind im Dungeon. Feinde sind im Dungeon dort. Kapazität erhöht, damit ich auch die Bösartigkeit, die ich hier jetzt hole, auch einsammeln kann. So, dann zurück. Sind die einfach da durchgekommen? Es ist Zahltag. Ich muss verbessern, dass die das Gestein abbauen können. Ja. Ich brauche besseres Geld. Zahltag unwichtig. Wir brauchen... Ja, wir müssen hier draußen ein wenig rumwüten. Schnodderlingrad befreien. Ist hier unten irgendwas Relevantes? Nein. Was mit dem Dynamit? Wir brauchen... 10... Jetzt haben wir schon mehr als drei Viertel der Radschnodderlinge befreit. Brünnhild, Schätzchen. Vielleicht hättest du mal ein Buch auf deinem Niveau lesen sollen. Entführung für Dummies oder sowas. Oh, das wirst du büßen, verdammte Spitzrohr. Meine Dyslexie ist kein Thema für deine Scherze. Mein Plan geht schon noch auf. Keine Angst. Also wenn dein Plan war, absolut zu scheitern und deine Zwerge in den Tod zu schicken, wird knapp. Dann bist du echt gut dabei, muss ich zugeben. Wird sehr knapp. Ah, dort oben kommt gerade ein Trupp. Den nehmen wir natürlich mit. Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Was passiert hier jetzt gerade? Passieren gerade ein paar viele Dinge, aber ich hoffe einfach, die sind alle in der Lage, gut zu kämpfen. Und sich schön hochzuheilen. Ach Leute, das Portal habe ich noch nicht zerstört. Ja, gut. Oh shit, ich hab... Danke, Muchacho. Das kann ich gut gebrauchen. Dafür leihe ich dir gern die Dynamitschleuder. Oi, dafür wirst du büßen, verdammte Verräterin. Vielleicht kann ich die Dynamitschleuder auch gleich mal hier einsetzen.
Das waren schon um die 10, die ich gekillt habe. Gut. Lästige Gegner. Tot. Sehr schön. Und irgendwelche goldenen Helden machen sich bereit. Karawane abfahren? Was für eine Karawane? Wieso? Wo? Der Steuereintreiber rollte mit seinem Wagen über die Karte. Konnte es wirklich Bösartigkeit bringen, wenn dieser zerstört wurde? Ja, das ist sehr zweifelhaft, das stimmt. Der Steuereintreiber ist eigentlich ein Mann des Volkes, jemand, den wir verehren sollten, den wir bekehren sollten zur Not. Ich weiß nicht, wer gegen wen kämpft. Irgendjemand kämpft gegen irgendwen? Ich hoffe, ja doch. Die sterben langsam. Ja, der Steuereintreiber ist super langsam. Ist mir jemand irgendwo? Ach, da. Andererseits, brauche ich den Steuereintreiber für irgendwas noch? Eigentlich nicht mehr, oder? Ich kann jetzt eigentlich zufrieden sein mit meinem Ergebnis. Ein paar Goldgräberzwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu besuchen. Zu besuchen. Diese Betonung. Feinde haben den Dungeon betreten. Ja, durch das Goldportal. Ja, wir zerstören jetzt also einfach mal schnell und dann die schnell zerstören und dann gehen wir zurück. Scheiß auf die Karawane, die interessiert mich nicht. Gut, gut, gut. Wer macht zu viel Bösartigkeit? Wo laufen die entlang? Da oben sehe ich auch welche kommen. Also es ist gerade wieder High Noon hier. High Life. Voll die Party-People hier im Kopf. Das hätte ich gerne mehr. Mehr Kapazität, damit ich einfach mehr Mana habe. Man merkt, die Untoten sind zwar unzerstörlich, aber an Damage könnte man noch was. Zahltag. Da könnte man eigentlich noch was machen. In Sachen Damage. Wie sieht's. Achso, jetzt sind schon alle tot. Aber ein paar richtige Elite-Einheiten könnte ich mir doch gönnen, oder? Wenn so Platin-Einheiten kommen, die könnte ich mir doch einverleiben und umwandeln. Ich weiß bloß nicht, wo lagern die oder wo. Das sind ja Geister, oder? Schauen wir mal. Haben wir... Ja. Dich. Zum Beispiel. Ab ins Heldengrab. Werde zu einem meiner Platin-Helden. Habe ich Dynamit gerade? Das wäre nämlich ganz brauchbar jetzt gerade. Habe ich aber nicht. Also egal. Zerstört den hoffentlich letzten Zug. Befreit die Radschnotterlinge. Da sind noch ein paar Radschnotterlinge, aber ich brauche auch Dynamite. Dynamite, um die Viecher alle wegzubomben. Achso, das Portal stört auch die ganze Zeit noch. Ihr wollt Hühnchen? Ihr kriegt Hühnchen. Gut, dann bräuchten wir eigentlich Fäulnis. Wird eigentlich Zeit, mal ein bisschen hier abzuchillen. Chill mal deine Base, so in etwa. Und, ja, Schnorrelinge zu upgraden. Yes! Yes! Nein? War das nicht das? Graustein können Stein abbauen. Das geht, das geht. Das ist Graustein! Moment, ist das hier? Das ist dann auch Graustein, ja. Oh, aber das geht jetzt. Das ist Stein. Hui, sind die schnell.
Okay, das extra Gold brauche ich, weil... Ja, ich brauche noch 2 Level. Graustein, okay. Da, nein, das geht nicht. Da kann ich jetzt irgendwo hin und was auch immer, was da ist, erkunden. Hier geht's irgendwo hin und schauen, was so ist. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. Findet keinen freien Platz im... Oh! Kein freier Platz im Tempel. Ach so. Das wusste ich nicht, dass die nicht die Fläche brauchen, sondern wirklich so komische Teile. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Das wollen wir nicht. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Diesen Bereich schließen wir gleich, wenn möglich. Was haben wir hier? Gegen magische Angriffe. Okay. Wurdest du mit einer Fähigkeit gesegnet? Oha, hier ist was zum Sprengen. Hier können wir generell Gold abbauen. Komisch. Alles komisch hier. Wo sind die Speedy Gonzales-Viechers? Hier haben wir jetzt Möglichkeiten. Die Holzlieferung für ein Waisenhaus rumpelte über einen nahen Feldweg. Das klang nach wunderbarem Zunder ja. Für ein Feuer des Bösen. Da hat er auch schon vollkommen recht, aber naja. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Okay. Okay. Ach du Schande. Ach du heilige Schande. Ja, hier gibt's so einiges Neues. Zwerge sterben schneller, als ich zählen kann. 1, 2, viele. Ja. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass Zwerge da sind. Wo kommen die her? Achso, Portal. Ja. Da war was. Halt, Zauber. Die sind durchs Portal gekommen. Wo sehe ich denn eigentlich? Zahltag. Kreaturen holen sich ihren Sold. Die Geister, die ich rief. So eine Heilerin kann man sich gönnen. Ihr habt einige Lavalinge entdeckt. Ja, jetzt machen wir das. Was ist das so kaputt? Lavalinge, was ist dort oben? Eieieiei. Ein Nest. Die Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Auch ekelhaft. Zwerge mittels Portal. Unangenehm. Ich müsste eigentlich nochmal die Zauber upgraden. Die Zauber sind noch nicht. Muss ich die Fraktionsforschung erhöhen. Gibt vieles, was ich müsste. Na, das hauptsächlich, was ich muss, ist das da. Bup, bup. Jawohl. Ach, Teleportation noch gleich. So, ja, ihr wollt zwar Pause, aber es gibt keine Pause. Natürlich gibt es keine Pause. Ach du Heilige, was ist denn hier an Masse los? Entweder sind gerade welche gespawnt oder hier irgendwo ist ein Nest. Die Heilung der Ladies ist richtig mächtig. Selbst die Lava kann uns dann nichts mehr anhaben. Gut, jetzt mach das bitte kaputt, weil das stört mich nur. Ein Nest voller Riesenskorpione wurde im Dungeon entdeckt. Natürlich. Natürlich wurde noch ein Nest von Riesenskorpionen entdeckt.
ist aber weniger ein Problem. Mana-Linge wurden in eurem Dungeon entdeckt. Auch das ist... wurde erwartet. Feinde sind im Dungeon. Schild des Waldes. Gönne ich mir gerne. Schön die Platin-Helden umwandeln. Den Mana-Ling wegmachen und dann kommen die da unten. Gold sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Hey, Partner! Ich könnte dir meine Dynamitschleuder zur Verfügung stellen. Das wäre nett. Wenn du mir dafür ein paar Waren lieferst. Eure Goldader ist fast erschöpft. Wo ist denn das jetzt auf einmal hergespawnt? Das muss man gleich mal unterbinden, dass da welche kommen. Magie. Ich hätte gerne stärkere Magie. Skorpion. Auf Platin-Niveau. Hätte was. Was auch immer hier gerade passiert. Bitte unterbinden. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. Ach ja, was willst du? Mana. Gönne. Jeha! Sehr gut. Das kann ich echt dringend brauchen. Hier die Dynamitschleuder für dich. Fertig geölt und bereit, meiner Schwester einzuheizen. Ich mache euch beide fertig. Was ich bräuchte, ist stattdessen... Oh, ja, mehr Truppen kann ich mir leisten. Ich kann mir mehr Truppen leisten. Wie sieht es eigentlich mit Plätzen für mit Truppen hier aus? Ja, zwei Plätze sind noch da. Okay, gut. Ich habe mittlerweile auch Geister. Ja, alle vier wurden umgewandt. Gibt es irgendeinen Platinhelden? Oh ja, tatsächlich. Nochmal runternehmen. Ah, eine hohe Priesterin. Naja, besser als nix. Ich hätte gern Platin-Meuchler. Aber jetzt wird es einfach mal Zeit, mal wieder rauszugehen. Ich war schon lange nicht mehr hier draußen. Und irgendwo mal richtig Bumm zu machen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Dann halt wieder zurück. Der königliche Herold brauste in einer Kutsche durch die Lande. Wenn es viele sind, zu halten, würde wohl einiges an Bösartigkeit abwerfen. Die brauchen wir nicht mehr, die Bösartigkeit, aber Kreaturen holen sich ihren Sold. Dynamit auf eine Masse von Einheiten würde ich schon gerne werfen. Ja. Wir müssen ja den Soll erfüllen und die ganzen Dynamitkämpfe bzw. machen. Die ganzen Sachen machen. Holen ihr den Soll? Bitte nicht. Wir haben was vor, nämlich draußen spielen. Ich könnte durch das Portal gehen. Ach, ich hätte durch das Portal gehen können. Wäre noch schneller. Weil wir müssen ja auch noch die Skorpione alle vernichten. Das ist ja auch ein Ziel. Ein wichtiges Ziel. Wir müssen... Ach du Schande, ich sehe gerade... Oh-oh. Moment, kann ich die Hühnerfarm noch verbessern? Ja, die kann ich mit Kapazität und die Effizienz erhöhen. That's the way to go. Talia kann somit auch leveln. Ach, wir haben ja noch das Heldenportal. Ja, wobei, das juckt mich ja nicht. Jetzt kommen da einfach Gegner entgegen. Man steht hier friedlich in der Gegend herum und dann wird man angegriffen von... Ein paar Goldgräberzwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu besuchen. Die sollen kommen.
dann schauen wir mal weiter. Ich habe ein Guru-Problem. Ich brauche eine weitere Guru-Farm. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Guru, Guru, Guru. Ich brauche mehr Gurus. Hier unten mache ich einfach eine weitere Guru-Farm. Habe ich irgendwelche Leerräume? Ich brauche halt abgeschlossene Räume. Ach ja, ich habe ja Tränke. Oh Gott, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass ich jetzt Standardtränke zumindest habe. So, wir machen jetzt, kümmern uns das jetzt erstmal darum. Ah ja, und die Gurus regenerieren sich jetzt ja schon. Okay. Die haben sich alle versorgt, deswegen kümmern sie sich jetzt schon. Gut. Wollte gerade sagen, gibt es nicht noch eine Möglichkeit, meine Helden noch stärker zu machen? Das wäre die Dämonen-Variante. Ja, da könnte ich die Level noch höher treiben. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also die Maps, das ist jetzt die zweite Map, ist auch wieder riesig. Sehr geil. Da hat man auf jeden Fall was für sein Geld. Hier bekommt man was. Riesige Mission. Und so langsam können wir durch. Ja, wenn ich ein bisschen mehr Ordnung hätte und überall Fallen und so, dann Fallen, dass selbst Platin-Helden draufgehen. Ist zwar nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Einhorn vernichten. Brauchen wir zwar nicht, aber Schaden tut's auch nicht. Eigentlich sollte das Zwerge machten sich bereit, gnadenlos mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Durch meine Stufe. Feinde haben den Dungeon betreten. Gut. Portal. It is. Wir werden sie willkommen heißen. Aber ein Blödsinn. Aber es passt schon. Darum wird sich gekümmert. So, und dann Fäulnis. Ja, genau. Fäulnis müsste mal generiert werden. Vielleicht läuft es deswegen auch ein bisschen, naja, schleppend. Oh ja, so wird gut produziert. Schauen wir mal kurz, ob ein paar Platinhelden drin sind in der Falle. Ja, hier haben wir einen Hüterin Schild des Waldes, Tank. Und halt Angreifer eigentlich. Vielleicht brauche ich so ein Maschinenzwerg. Vielleicht soll ich Westernhelden eigentlich umwandeln. Fäulnis kann eigentlich 320. Ja, ist schon was. Oh, das Portal hier noch weg und dann gehen wir wieder raus. Dann geht's hier weiter in den Portal. Ein Transport mit Hilfsgütern für Bemitleidenswerte war auf dem Weg. Das hörte sich das nach einfach zu verdienender Bösartigkeit an. Ja, was sich's anhört. Ich weiß ja noch nicht. Ich weiß ja noch nicht. So, es wird Zeit, die Magie, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu pushen. Jetzt könnte ich das da machen. Ja, komm, mach mal. Gewölbe der Macht. Ich brauche keine Hühnchen mehr.
Machen wir doch lieber Gewölbe der Macht daraus. Es wird kostspielig. Es wird unglaublich kostspielig. Okay, und dann brauche ich wahrscheinlich doch mehr Hühnchen. Wenn die Stufe 16 werden können. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Machen wir hier nochmal ein extra Hühnchenfarm. Hier einfach mal random rein. Damit zwei Orte regenerieren können. Produzieren können. Gut. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. Ja gut, der muss erstmal geschaffen werden, oder? Wie sieht's mit Dynamit aus? Also ich könnte mal eine neue Ladung Dynamit gebrauchen. Nervig, dass ich das machen muss. So große Städte und man kann nichts zerstören, außer das eine Hauptgebäude. Aber gut, das war ja beim Hauptspiel auch so. Die Bösartigkeit wird direkt da reingesogen. Ach du Schande, wie sieht denn das aus? Das wird mit Bösartigkeit gebaut, kann das sein? Gut. Also Brünni, wenn du mir helfen willst, ich wäre schon dankbar dafür. Da würde ich halt gerne, so gerne Dynamit reinballern. Okay. Merken wir uns, ist ein Ort für Dynamit. Ich gehe den ganzen Weg hier zurück, um durch das Stargate, das ist wirklich das Stargate, merke ich, zu diesem schönen Kristallwesen zu kommen. Das Kristallwesen gibt gute Bösartigkeit, die dann, ja, die ganzen Teile befeuert. Oh, auch nicht schlecht, die kommen gerade und dann kommen auch da. Brünni, hallo Brünni, wo bist du? Das sind halt auch schon, boah, über 10 Leute. Wenn ich irgendwann... Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ist auch schlecht. Stufe 11! Ich mache schon gar keine Truppen mehr, weil das mit den Gurus ist auch so eine Sache. Wobei, jetzt zweite Guru-Farm it is. Wenn wir das Gold hätten. Wenn wir das Gold hätten. Feinde sind im Dungeon. Lol. Wir können ja jetzt das Gold machen. Wir können das Gold viel effizienter jetzt farmen. Weil jetzt auf allen Seiten gefarmt werden kann. Ach, die sind jetzt da schon wieder durch. Können wir das Viech vorher noch töten? Auf die Schnelle? Ding Dong, es ist Zahltag. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Ein paar Goldgräberzwerge vor. Hey, du kämpfst ja immer noch mit meiner verdammten Zwillingsschwester. Ich würde dir helfen, wenn du mir ein paar Ressourcen dafür gibst. Ja, komm her, sag mir was. So, diese Zwerge müssen wir loswerden. Nein! Ach Gottchen, das machen die? Das habe ich nicht gewusst, dass sie das so, dass sie sowas machen. Shit. Dadurch werden die ganzen Geister zerstört. Wird das mit der Zeit wieder aufgebaut oder muss ich das selbst aufbauen? Die Zwerge sterben schneller, als ich zählen kann. Eins, zwei, viele! Ja! Ah, das wird wieder aufgebaut, aber... Die Leichen sind wahrscheinlich dann verloren. Was möchtest du... Magische Batterien. Magische Batterien.
Gold. Es wird Gold benötigt. Gut. Tja, magische Batterien werden benötigt. Das ist natürlich mega dumm. Die armen Betschwestern von Habenix waren unterwegs, um Spenden zu sammeln. Ging es nach dem geizigen Bösen, würde das Betteln alsbald ein unschönes Ende finden. Ach, die sind auch noch weiter drin. Gut, okay. Okay. Ich dachte, die wären dann wirklich befreit, was auch Sinn ergeben würde. Wenn die befreit werden würden. Wie sieht's mittlerweile... Oh, ja, gut aus. Das, okay. Die Betschwestern. Oh, die Betschwestern, sehr gut. Wir machen mal das kaputt. Und dann können wir durch unser magisches Portal raus. Die Betschwestern. Welcome, welcome, welcome. Wir versuchen, denen entgegenzukommen. Und wir haben... Ah, wir haben noch nicht die magischen Batterien. Ich hoffe, das wird. Shit, wird's nicht. Na, lieber nicht, sonst kommt der Mana-Ninge. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. So, Scoot levelt, macht alles weg. Das ist eine Pferderanch. Einfaches Tier. Die kann ich abschlachten, wie es scheint. Ja, bumm. Einfache Tiere weg. Die Beet-Schwestern sind auch weg. Die Ponderosa Ranch ist weg. Alles ist weg. So, kümmert euch mal hier rum. Wo kommt der Zug dazu? Was mit den magischen Batterien? Das ist sicher halt auch immer was Neues einfallen, was ich noch nicht habe. Habe ich nicht einen Zauber, um Kisten herzustellen? Ja. Feinde sind im Dungeon. Oh, shit. Bitte was? Ach, du Schande, die haben die gerade befreit, gibst du. Die brechen gerade alle aus. Oh, und hier passieren komische Dinge. Ding Dong, es ist Zahltag. Hier passieren überall komische Dinge. Gerade eskaliert hier alles. Gorgu. Kannst du überhaupt kommen, Gorgu? Ausgebrochen, aber dann wieder nicht. Hier passieren... Was zum Teufel? Wo, warum sind jetzt irgendwie überall Gegner? Verteidigt den Thronsaal!
selbst im Thron sein sind welche. Ich blick's gerade nicht hoch. Da. Ein paar Goldgräberzwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu besuchen. Ich muss jetzt an jeder Stelle sozusagen ein paar Einheiten hinhauen. Weil irgendwie haben die es geschafft, sich überall irgendwie hinzusprengen. Die Fässer von dem einen dort unten fliegen die bis dort hoch. Da kommen gerade welche scheinbar. Die kämpfen gegen irgendwas, gegen irgendwen, gegen warum auch immer. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Das ist auch nervig, aber weniger nervig als alles andere gerade. Muss ich... magische Batterien muss ich herstellen, aber... Die Helden lassen mich nicht! Die haben es kaputt gemacht! Nein! Jetzt hier unten Ruhe. Hier unten ist jetzt Ruhe scheinbar. Aber das Portal wurde jetzt zerstört. Heidewitzka. Ach, dass sie ein Portal direkt im Kerker gespawnt haben, war natürlich ein Meisterleistung. Eine Prinzessin, deren Kürbiskutsche gerade in der Reparatur war, brauste in der Nähe des Dungeons vorbei. Okay. Würde das märchenhassende Böse dies untätig geschehen lassen? Ja, vermutlich. Vorerst zumindest. Okay. Puh, das war eine Stresssituation. Das muss ich zugeben. Den Erzmarker hätte ich gerne. Noch so eine... Den Kanonier hätte ich gerne. So. Ihr werdet zu geisterhaften Rekruten. Wollte ich nicht auch irgendwas machen? Bevor ich von allem Möglichen abgelenkt wurde. Ja, eigentlich nicht. Das fehlt. Genau, sowas fehlt. Goldgräberzwerge warteten vor dem goldenen Portal auf ihren direkten Zugang zum Dungeon. Eine magische Batterie fehlt noch. Eine. Gut, und ihr dürft dort oben das zerstören. Das sind zu wenige zum Reinorgeln. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Diesmal an einer unkritischeren Stelle. Komm, die Westernstadt machen wir weg, dann ist da jetzt endlich mal Schicht im Schacht. Kommen die gleich hier irgendwo raus? So, wie kümmern wir uns um die? Weil die wollen schon wieder die Sachen kaputt machen. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Es ist Zahltag. Frech. Und von dort oben kommen gerade auch welche. Auch frech. Muchas gracias, auch wieder super Partner. Knapp. Viel Spaß mit der Dynamitschleuder. Oh, verdammte Verräterin. Ich kann nicht fassen, dass wir uns eine Babybierflasche geteilt haben. Ja, das ist derselbe Spruch von vorhin. Jetzt ist es einfach nur Stress angesagt und ich muss langsam mal... Einfach nur dadurch. Ich muss noch diesen Skorpionhaufen zerstören und das Portal ist auch nervig. Und natürlich der letzte Zug und so. Was ist da los? Eben noch? Achso, nee, wir sind jetzt verbuggt. Aber selbst das Spiel kommt nicht mehr klar.
Weil dort unten schon wieder nichts. Die Feinde sind im Dungeon. Ja, das müsste man unterbinden. Können. Irgendwie müsste man das unterbinden. So. Magie ist ja schon gesteigert. Was könnten. Wir könnten die auf jeden Fall. Bösartigkeit. Es fehlt noch Bösartigkeit? Okay. Warum? Weil das noch gefühlt. Ja, weil das noch ordentlich saugt. Okay, das verstehe ich. Ja, gut. Karawane ist ja gerade auf dem Weg zu uns. Kann gleich mal gesaugt werden. Der kommen wir doch gleich mal entgegen und dann ist Ende im Gelände für die Karawane. Und vielleicht ist ja auch Dynamit angebracht. Oh ja, das sind viele. Ja. Das ist gut. Das waren mehr als 10, die wir hier erwischt haben. Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Für einmal könnte ich mir noch vorstellen, Dynamit, und dann müsste eigentlich das auch geschafft sein mit den Dynamit-Sachen. David. Oh, ich sehe gerade David. Copperfield, jawohl. Rinsborn Wound ist aus Scherbenwelt, glaube ich. Umike, Mugshot, den kenne ich nicht. Telran kenne ich nicht. Paven ist vielleicht Liven? Keine Ahnung. Aus dem Weg! Macht's weg! Ah, ignoriert's einfach, das ist gar nix. Achso, doch, das ist. Schleudert euch weg. Ja, das ist vielleicht doch lästig. Aber es kann niemals uns besiegen. Die Untoten sind richtig mörderische Tanks. Aber Spaß macht es mehr, wenn man durchmetzelt. Die nächste Mission wird dann wahrscheinlich eher mit den Orks dann gespielt. Dann haben wir alle Fraktionen durch und dann gehe ich wieder wahrscheinlich auf Dämonen. Dämonen finde ich eigentlich OP. Die sind halt richtig stark im Angriff. Dafür schwach in der Verteidigung. Gleichmäßig alles mal mit Waffen. Gar nicht hinschauen, was die machen. Die werden einfach stärker. Punkt. Period. Wir räumen jetzt hier fleißig auf. Oben. Zwerge machen sich bereit. Blablabla. Wir zeigen es den Zwergen schon wieder. Marie-Antoinettes Kuchen-Express für Arme rauschte gerade in der Nähe des Dungeons vorbei. Würde ihn das diabetöse Böse gewähren lassen? Mehr Dynamit wäre gut. Wir können theoretisch beenden. Da bin ich mir sicher. Oh, und dann ins. Feinde haben den Dungeon betreten. Ich will eigentlich das goldene Portal zerstören, weil das wäre. Ja, genau. Die kommen schon wieder durchs goldene Portal. Dann wäre das unterbunden. Vielleicht kann ich bei den letzten Camps auch mehrere zusammenführen, dann wird es, glaube ich, alles leichter. So, die Banshees sind 3% eingefroren, wenn sie reduzierte Resistenz haben. Das ist, glaube ich, die Synergien sind langsam sehr OP. Zahltag. Genau, jetzt werden die Gegner eingefroren. Ein paar Goldgräberzwerge freuten sich bereits darauf, mittels goldenem Portal den Dungeon zu besuchen. Die sind doch schon im Dungeon. Und ich sehe, dort oben kommt der nächste Trupp. Es ist ja nicht so, als würden sie gerade kommen. Die sind schon da. Ignoriert Rüstung, jawohl. Reduzierte Rüstung dauerhaft.
Ja. Ja, wobei, die sind halt auch stark. Trotzdem. Mehr Nekros. Wenn sie die Rüstung dauerhaft reduzieren, brauche ich mehr, die draufhauen. So, die Nekros können gleich mal leveln. Es gibt ein paar herrliche Stufenaufstiege für die neuen, frisch gespawnten Einheiten. Oder auch nicht? Noch Stufe 1? Mehr erwartet. Macht nix. Achso, die sind schon tot. Das sieht bloß nicht so aus. Wir haben alle besiegt, oder? Hab ich. Kein Level bekommen für diese ganzen Truppen, die sie besiegt haben? Na gut. Sei mir egal. Der noch eine Stufe hoch und gut ist. Ho! Maximal ausgebaute Macht. Ich muss bloß aufpassen, dass ich entweder den Zug nicht erwische oder die Schnodderlinge da in diesen. Ah, das ist so das Hauptlager, oder? Da ist der Zug. Oh shit! Oh shit! Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Da war ja noch so ein Lager. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut. Rein da. Oh, wir haben keinen Mana mehr. Das ist mal was Neues. Ich habe ein bisschen zu exzessiv gekämpft, wie es scheint. Aber das goldene Portal will ich trotzdem eigentlich loswerden, damit da an einer Seite eher Ruhe ist. Brünni, gib mir nochmal Dynamit. Bin mir unsicher, ob ich die Quest schon erreicht geschafft habe. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Deswegen ignoriere ich. Zwerge machten sich bereit, mittels eines goldenen Portals in den Dungeon zu springen. Komplett. Zerstöre nur das Portal und verzieh mich wieder. Mit lautem Getöse löste sich das goldene Portal der Helden in goldenen Staub auf. Diese Heldenabkürzung war damit stillgelegt. Oh ja, das Zeug ist stillgelegt. Ah, nee, nee. Permanent. Als nächstes werden wir diese Zwergenkönigin stilllegen. Ui, hör auf, mein Zeug kaputt zu machen, verdammte Spitzohr. Ich werde einen Staubwedel aus deinen dümmlichen Augenbrauen machen. Ja, soll der sich opfern? Der soll sich einfach hier opfern und gut ist. Feinde sind im Dungeon. Ah, der Zug kommt jetzt auch noch. dort unten die Feinde im Dungeon. Darum kümmere ich mich jetzt also einfach mal. Die werden halt auch immer nerviger und stärker. Aber die sind irgendwann gekappt, oder? Nicht? Na gut, es kann irgendwann nur Platin-Helden kommen. Wenn wir auf der höchsten Schwierigkeitsstufe unterwegs wären, dann wären wahrscheinlich nur Platin-Helden. Gut, dann hätte ich aber vermutlich auch die Fallen, den Fallen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und so. War crazy, dass... Der süße kleine Hundewelpen-Express war gerade unterwegs. Hier konnte sich das tierehassende Böse etwas Bösartigkeit verdienen. Ja, ich muss leider trotzdem sagen, ich brauche noch einmal, brauche ich Brünni. Ich brauche leider noch einmal Brünni, weil ich unsicher bin, wie viel ich schon gekillt habe. Und ich mir relativ sicher bin, dass ich mit einem weiteren Hit auf vielleicht zwei Stack von Gegnern es geschafft haben sollte.
Das waren, glaube ich, 45. Ach, dass das hier da oben nicht angezeigt wird. Schade eigentlich. Oh, die Bösartigkeit gönnen wir uns. Die Angriffe reduzieren dauerhaft die Rüstung. Euer dämonisches Portal wird angegriffen. Okay. Das ist, glaube ich, auch ein schöner Ort für ein Dynamit. Wäre auch sehr gut. Warte mal, das hat doch auch dauerhaft. Lebenspunkte Maximum. Maximal beschwörende Lakaien. Tja, auch hier wäre Dynamit sehr angenehm. Stattdessen, Brünni, die Frequenz von deinen Quests sollte höher sein. Viel höher. Du kämpfst ja immer noch mit meiner Schwester. Ich helfe dir. Das fehlt jetzt, diese Aussage. Uff. Wie viel sind das? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Audi. Ja? Ich könnte da gerade wieder ein paar Ressourcen gebrauchen. Könntest du mir aushelfen? Ja. Kurus, kein Thema. Ja, sehr gut. Das kann ich echt dringend brauchen. So, ich nehme diesen Stack. Hier die Dynamitschleuder für dich. Fertig geölt und bereit, und diesen meiner Stack. Schwester einzuheizen. Euch einfach nur zusammenlocken. Ja, gut. Einfach nur zusammenlocken. Herkomm. Nein, die sterben mir hier. Was ist hier los? Hä? Warum? Hä? Hä? Was passiert hier? Warum? Hä? Warum ist hier so ein böses Symbol? Das Spiel backt gerade hier komplett zusammen. Das nachlässige Böse hatte Talia erneut sterben lassen. Nachlässig? Also ganz ehrlich, ich verstehe gerade nicht, was passiert. Das ist irgendwie verbuggt. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Oh shit. Ich habe nicht genügend, ja, ich habe nicht genügend Schlafplätze für die. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach du Schande. Ja, das ist auch gerade verbuggt. Nein, ich habe alles verbuggen lassen. Und es sterben Kreaturen, weil ich nicht genügend Schlafplätze habe. Und was ist mit meinen Schnodderlingen? Was machen die Schnodderlinge gerade? Eigentlich. 33 Schnodderlinge. Da sehe ich einen. Was macht ihr hier? Ach, Talia wiederbeleben. Scheinbar ist die höchste Prio Talia wiederbeleben. Naja, soll es so sein. Ja, jetzt ist halt das. Ich hätte nicht mit allen Truppen dorthin gehen dürfen. Ich hätte mit ein paar weniger. Ich brauche. Tja, der Tod kann mich nicht aufhalten. Aber vielleicht mit Talia zum Beispiel. Ding Dong, es ist Zahltag.
gut, wiederbelebt wurde. Ich kann es mir erlauben, hier wieder durchzugehen. Und dann müssen wir echt einen Ort finden, wo Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ja. Was? Moment. Spiel, ich war gerade draußen, aber ja, du hast recht, ich muss wieder rein. Weil, wo sind Mana-Linge? Ein Raum voller Riesenskorpione wurde angegraben. Deswegen. Ein Transport von Speisen für Waisen rollte über die Karte. Speisen ihn für Waisen. Zu zerstören, würde sicher einiges an Bösartigkeit bringen. So, das hier zumachen. Ein bisschen Gold. Kammer bauen und Türe. Speisen verweisen. Das sind natürlich auch sehr viele. Leider laufen die unten herum. Aber das ist halt... Ja, das könnte schon ausreichen. Diese Zwerge sterben schneller als ich zählen kann. Ich vertraue einfach darauf, dass es ausgereicht hat. Und jetzt gehen wir raus und vernichten alles. Wir beenden's. Zeit wird's. Habe ich alle Truppen? Moment, nein, Moment, halt, stopp. Was passiert hier? Nein, das sollt ihr nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ah, da habe ich. Ich sollte Schatzkammer hier bauen und nicht zubauen. Okay. Okay. Kein Geld mehr. Naja, egal. Oben. Wo sind wir? Da sind wir. Okay, Spiel. Das... Oh, wollte gerade sagen, das ist neu. Ich habe F2 gedrückt und das Spiel hat mich ins Nirvana teleportiert. Eike. Dass das Spiel schon die Runde schon 2,5 Stunden geht, tut dem Spiel nicht gut. Scheinbar. Deswegen beenden wir es jetzt schleunigst. Was für eine Mega-Folge. Die hätte ich ja viel effizienter gestalten können. Hätte ich mich nicht darauf beschränkt, auf Untote zu gehen. Das ist alles viel schneller gelaufen wahrscheinlich. Wo sind... Feinde sind im Dungeon. Wo sind denn alle? Euer Portal wird angegriffen. Was? Portal wird angegriffen? Von wem? Okay. Das ist mal was Neues. Ich glaube, hier wird gekämpft. Ich sehe es bloß nicht, dass gekämpft wird. Gut. Aber solange ich sie steuern kann, ist alles gut. Ich würde gerne eigentlich mal neu starten. Spiel? Fragezeichen? Du willst, dass ich sehr schnell beende. Meine Truppen sind weg. Also irgendwo wird gekämpft, aber... Es wird immer noch irgendwo gekämpft. Sonst würde die Tür nicht kaputt gehen. Zahltag. Wo kommt die her?
Okay, die dancen jetzt. Ich gehe davon aus, jetzt wird nicht mehr gekämpft? Fragezeichen. Okay. Ich vertraue einfach darauf, dass da... Oh Gott, das sind so viele. Gorgu. Es wird Zeit, dass der Lord mithilft. Und hier mal ein bisschen aufräumt. So ist es gut. So ist es fein. Alles muss weg. Alles muss rein. Schön wäre es, wenn die TNT-Fässer zerstörbar wären. Ah, weg mit denen. Ich sehe auch langsam. Na gut, solange ich ihn sehe, ist alles gut. Weg mit denen. Der Zug als nächstes noch. Der hält ja hier, genau. Feinde haben den Dungeon betreten. Talia und geil. Das überragende Böse hatten auch Brünnhilds dritten Zug vernichtet. Ey, was für eine Sauerei! Gut, dass mich die von Nixflix vorab bezahlt haben. Und jetzt sind wir auch noch diese kleinen Robendinger ausgegangen. Frechheit! Na, dann wird es Zeit, mich zurückzuziehen. Bis zum nächsten Mal, Spitzohr. Ich muss jetzt erst mal sehen, was ich mit... Talia hatte es geschafft. Der Rat der Schnodderlinge war befreit. Was? Ach ja, das... Ja, schön, dass wir irgendwen befreit haben, aber diese blöde Oberzwergin ist entkommen. Das ist ja Serienstandard, nicht wahr? Ich meine, wie würden sonst diese ganzen Missionen hier gefüllt werden? Ja, ich weiß. Diese Entwickler haben es einfach nicht drauf. Aber egal, dann reiten wir weiter in den Sonnenuntergang und machen noch ein bisschen Wilden Westen kaputt. Das ist doch auch schön, irgendwie. Jawohl. Jawohl, auch das geschafft. Ein Glück. Sehe ich irgendwo die Statistik, wie viel ich mit Dynamit erledigt habe? Mit Dynamit, getrunkenes Bier? Achso, Welt. Du, zurück der Heldenmeter. Durch Fallen, durch Zauber. Nee, oder? So viele Statistiken. Zauber benutzt? Nee, leider nicht. Okay, was für eine Mission. Richtig lang, die Mission. Ach du Schande, war die lang. Und naja, das Ende war kurios. Das Spiel wollte langsam nicht mehr. Es war chaotisch. Es war chaotisch. Untote sind zwar echt OP, wenn sie denn groß oder stark geworden sind. Richtig mächtige Tanks, aber Tanks brauchen halt länger zum Kämpfen. Naja, trotzdem. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zur nächsten Mission.